Jo, in diesem Video stelle ich euch ein Wer wird Millionär-Overlay für euren Twitch-Livestream vor. Als erstes zeige ich euch, was ihr damit alles so machen könnt und im Anschluss zeige ich euch, wie ihr das Ganze installieren könnt. Als allererstes möchte ich erwähnen, ihr könnt natürlich jegliche Fragen komplett anpassen, also eure ganz eigenen Fragen da einfügen und ihr könnt natürlich auch die einzelnen Stufen, also sprich von 1 bis 15, die Preise davon auch selbstständig anpassen. Ja, kommen wir dann nun zu den einzelnen Funktionen. Also, nachdem ihr quasi einfach die Frage vorgelesen habt, eurem Twitch-Chat oder eurem ja, quasi Partner, der dann da gerade das Quiz macht, könnt ihr dann die Frage einloggen. Die eingeloggte Frage wird dann wie beim echten Spiel auch in Orange angezeigt. Dann könnt ihr es so machen, dass ihr dann die richtige Lösung anzeigt. Die richtige Lösung wird dann in grün angezeigt, also auch genauso wie im echten Wer wird Millionär-Spiel. Dann habt ihr noch verschiedene Joker zur Auswahl. Beim 50-50-Joker werden zwei falsche Antworten ausgeblendet. Und der 50-50-Joker wird natürlich dann oben links auch in grau hinterlegt, weil der dann so gesehen schon benutzt wurde. Bei dem Publikumsjoker könnt ihr euch selber was ausdenken. Die meisten nehmen dazu einfach den Twitch-Chat. Und bei dem Telefonjoker könnt ihr natürlich vorher festlegen, welche Person der Kandidat dann anrufen möchte. Ja, wenn die Frage richtig beantwortet wurde, könnt ihr dann auch schon zur nächsten Frage gehen. Dann wird die nächste Frage angezeigt und die Stufe wird einmal erhöht. Ja, und dann wiederholt ihr das Ganze so lange, bis entweder der Kandidat eine falsche Antwort gegeben hat oder bis hier quasi die letzte Frage beantwortet wurde. Kommen wir nun zur Installation des Ganzen. Es sieht vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert aus, aber eigentlich ist das Ganze relativ einfach. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr mich gerne auf Twitter erreichen oder auf Discord. Dann werden wir da was aushandeln und ihr bekommt von mir zwei Seiten zugeschickt. Einmal eine Seite für die Browser Source und einmal ein sogenanntes Admin Panel, wo ihr quasi das ganze Spielgeschehen steuern könnt. Dieses Admin-Panel ist auch nur für euch gedacht, also am besten hat da kein anderer Zugriff drauf, sondern nur ihr, weil ihr darüber im Prinzip das ganze Spiel steuern könnt und das müssen die Leute im Twitch-Chat auch nicht sehen. Ja, also als allererstes nehmt ihr die Browser-Source, kopiert einfach den Link, dann geht ihr in euer OBS rein und fügt eine neue Browser-Source hinzu. Dann fügt ihr dort einfach den Link ein und passt die Breite an. Die Breite ist 1920 und die Höhe ist 1080. Den Rest lasst ihr einfach alles so, wie es ist und klickt einfach auf OK. Und dann seht ihr schon, dass das Overlay passend eingefügt wurde. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann könnt ihr einfach auf das Admin-Panel gehen und könnt auf Game starten klicken. Dann wird auch schon die erste Frage angezeigt und Musik wird abgespielt. Falls ihr diese Wer wird Millionär-Musik nicht haben wollt, könnt ihr natürlich auch einfach den Browser einfach stumm schalten und eure eigene Musik abspielen. Ja, dann könnt ihr da auf der Admin-Seite natürlich die Antworten einloggen. Natürlich erstmal die Frage vorlesen, dann fragt ihr den Kandidaten, welche Antwort er einloggen möchte, dann loggt ihr die Antwort ein. Und wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr die Lösung anzeigen. Ja, und wenn diese Lösung dann richtig ist, könnt ihr einfach zur nächsten Frage springen. Der Rest funktioniert einfach vollautomatisch. Falls ihr Joker benutzen möchtet, klickt ihr einfach links unten bei Lifelines auf den jeweiligen Joker. Beim 50-50-Joker werden automatisch zwei falsche Antworten ausgeblendet. Und bei dem Publikums-Joker könnt ihr natürlich vielleicht den Twitch-Chat nehmen oder irgendwas anderes euch ausdenken. Und bei dem Telefon-Joker natürlich vorher mit dem Kandidaten festlegen, welche Person er anrufen möchte. Falls eine Frage falsch beantwortet wurde oder ihr das Game durchgespielt habt und ein neues spielen möchtet, könnt ihr einfach links oben auf Reset Game drücken und dann könnt ihr auch auf Start Game wieder ein neues Game starten und das Ganze geht wieder von vorne los. Ihr könnt die Fragen natürlich jeweils anpassen und es gibt noch eine Möglichkeit, dass ihr 15 Fragen einfügt und die werden nach der Reihenfolge angezeigt. Es ist aber auch möglich, dass ihr quasi unendlich Fragen einfügen könnt und dann werden einfach aus einem riesen Fragenpool immer zufällig Fragen rausgepickt. Aber das könnt ihr natürlich alles selber entscheiden. Und auch die Stufen, wie schon gesagt, von 1 bis 15, die Preise könnt ihr auch anpassen. Ja, dieses Wer wird Millionär-Overlay haben schon ein paar Twitch-Streamer benutzt, unter anderem MC Birdie, falls ihr nicht kennt, das ist ein Minecraft-YouTuber und Streamer. Und unter anderem Mendes, das ist auch ein großer Twitch-Streamer, er hat mittlerweile über 10.000 Follower auf Twitch. Der benutzt das Overlay auch schon von mir. Falls ihr natürlich auch Interesse habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei mir melden, entweder auf Twitter oder auf Discord. Ansonsten könnt ihr auch natürlich gerne bei meiner Website unten vorbeischauen. Dort ist auch nochmal alles ganz genau erklärt, wie ich es jetzt hier im Video erklärt habe. Und dort findet ihr unter anderem auch noch ein paar andere coole Projekte von mir. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ansonsten sehen wir uns natürlich gerne wieder im nächsten Video. Könnt natürlich gerne ein Abo da lassen und wie gesagt mich kontaktieren, falls ihr Interesse habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.